Willkommen zurück zum nächsten Teil von Let's Play Legend of Kyrandia 2. Hier hinten ist was, das können wir einsammeln, machen wir auch gleich. Und weil wir gerade mal hier sind. That's hot water. Genau. Kann man immer gebrauchen. Habe ich hier noch was vergessen? My little camping cauldron. The thief must have hid it here. Too small to make portal potions, but at least it's something. Genau. Und wir müssen noch mal zu den Glühwürmchen. Habe ich nämlich auch noch was vergessen. Nee, warte mal, wo waren denn die Glühwürmchen? Hier unten, ne? Genau. So, und zwar, wir müssen hier eine Kombination rausfinden und ich glaube, die ändert sich jedes Mal, deswegen speichern wir mal. Dann geben wir jetzt mal Blaubeeren. They must be fruit flies. Das war etwas sehr schnell. Ich dachte, Leertaste wäre zum Pause machen und nee, das war genau das Gegenteil. So, nochmal. Orange, lila, türkis. They must be fruit flies. So, also orange, lila, türkis. Wir laden noch mal. Weird, but cute. Was nu? So, nochmal. Orange, lila, türkis, genau. They must be fruit flies. War das noch blau? Nochmal lila? They must be fruit flies. Kam jetzt nach blau noch mal lila? Nee. Grün, gelb, they must rot. Be fruit flies. So, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nochmal Gurken. Orange, lila, türkis, blau, grün. Orange, lila, türkis, blau, grün, gelb, rot. They must be fruit flies. Gut. Jetzt stimmt's. Das fehlte uns noch. Jetzt müssen wir uns was zusammen. Weird, but cute. Ja. Jetzt müssen wir uns was zusammenmischen. Weil wir brauchen nämlich noch was, um die Maus zu vertreiben. Das können wir allerdings auch hier in der Höhle tun. So, wir nehmen die olle Wurzel und hauen die hier rein. Wir nehmen die Krokodilstränen und hauen die hier rein. Wir nehmen die Zwiebel und
und den Hocker. Und zum Schluss tun wir noch heißes Wasser rein. Irgendwas habe ich vergessen. Ach so. Das hier. Und offensichtlich war es falsch rum. They must be fruit flies. So, dann speichern wir jetzt nochmal. Also nochmal. The swamp is beautiful. Die Wurzel. Die Tränen. Eine Zwiebel. Das Schwefelzeug. Den Hocker. Ach so, ich brauche heißes Wasser. Jetzt weiß ich, was mein Fehler war. Heißes Wasser. Inzwischen ist das ja kalt. Das ist aber auch tricky hier. Irgendwo hier oben, ne? Oder auch nicht? Können wir eigentlich das Wasser trinken? So, genau. That's hot water. So, jetzt nochmal. Also, Wurzel. Die Tränen. Eine Zwiebel. Den Schwefel. Den Hocker. Und das heiße Wasser. Jetzt passt's. Und weg ist es. Genau, mehr als dreimal hielten mich nicht. Gut, jetzt passt's. Und jetzt können wir zurück zur Höhle. Hier, ne? Genau.
So, hier. Viel Spaß damit. What do you want? Hier, dir das Zeug geben. I've got a little present for you in this bottle. It smells better in here already. Now, to find the lost treasure. Wir sind hier nicht bei Indiana Jones. That's impressive. Die Mucke. There must be something in there. Ist die Mucke nicht original aus Monkey Island 2? Hier ist noch ein Pilz. I love Fungi. So, wir brauchen die richtige Reihenfolge. Also, wir nehmen den... Ja, Sederzahn hat hier eine andere Farbe, ne? Grün, lila, orange. Ne? Nochmal raus, damit sich das resettet. So, wir müssen anfangen mit Orange. Orange. There must be a lever or something. Ist der. So, dann brauchen wir lila. Ist der. Dann brauchen wir Türkis. Nee, das war grün. Nochmal zurück. Also, wir brauchen Orange. Das war der. Dann brauchen wir lila. Dann brauchen wir Türkis. Dann brauchen wir Blau. Grün. Das müsste der erste sein, genau. Gelb. Und wir brauchen Rot. Wonderful. Gut. Jetzt nehmen wir uns den Skelettschlüssel und popeln mit dem hier mal in der Kiste rum. Piece of cake. Genau. Apropos Piece of cake. Hey, an alchemist's magnet. Now I can change lead into gold. All I need now is lead. Was ist hier noch drin? I knew there'd be cheese in here. Noch was drin? Nothing else in there. Frechheit. Dann wieder zurück. So, hier unten wartet was Lustiges. Well, well, well. Marco, what happened to you? What? I like doing this. Genau. I've come to help you. Quatsch mal nochmal mit ihm. Are you having fun, Marco?
Very funny, Xanthia. I came to help you out. Von was? Thanks, but no thanks. Please, Xanthia, let me help you. Are you having fun, Marco? Very funny, Xanthia. I came to help you out. Thanks, but no thanks. So, dann geben wir der Pflanze mal hier den Dünger. Da freut sich bestimmt. I could have done that. Please, let me help you. I'm not sure how much help you would be. Fine, but if you ever need me, I'll be there. Just for you. Egal wohin, bloß weg hier. Das nächste Mal frisst er ihn bitte komplett. So, die haben ja bis jetzt noch nichts fangen können, weil sie einen falschen Köder verwenden. Also geben wir ihm mal einen richtigen Köder. Here, try this cheese for bait. At this point, I'll try anything. You're welcome. Ja. Your boat doesn't have an anchor, does it? No need. It's got magic steering. Mhm. Toll. Nee, Moment. Falsch rum, hier lang. Ha. A lead anchor. Now all I need to do is turn it to gold. Machen wir auch. Kaching. Ach nee, warte mal, wenn wir gleich mal hier sind, können wir was Lustiges mal uns angucken. Ach, guck mal hier, ist ein Brief. Du willst ihm ein paar aufs Maul, Alter? I got the anchor. Das interessiert ihn ja richtig. I got the anchor. Ja. Ach ja. Whoa, what happened to the ferry? I accidentally burned it down.
Can you fly? I will, if you find the four letters I dropped. Here. There's the first one. Thanks. Where's the other three? Wo ist der andere Baum? Where are the other three? Three, nicht tree. Boah, was ist denn das für eine schlampige Übersetzung? Was ist denn das hier? Hier passieren lustige Dinge in dem Trank. So, ist hier oben was? Nee. Den Pilz soll es hier rausgehen. So, hier ist noch einer. Hier ist noch einer. Aha, a letter. Hier ist übrigens ziemlich viel Zeug wieder angeschwemmt worden. Das ist aber nicht schlimm, das brauchen wir alles nicht. Hier. Und hier. Und da ist er. So, hier, ein tollpatschiert Vieh. There's the second one. Thanks. Where's the other two? There's another one. Thanks. Where's the last one? Hier, du Undankbarer. Too heavy. Thanks. You really know how to flatter a person. How about if I get rid of this anchor? Thanks. As long as you're going to Morning Mist, could you deliver one of these letters for me? Sure. As long as there's no postage due. Much better. Hey, everything has fallen out of my knapsack. Ach, doch alles? So kann man natürlich das Inventar auch aufräumen. Ist ja wirklich alles rausgefallen. Frechheit, sowas. Na gut, und damit willkommen in Kapitel Nummer 2, das Morning Mist Tal. Heißt Mistlich Nebel. Der. Oh, great. I'm gonna have this hay sticking out of my hair forever.
Allerdings fällt es von der Farbe nicht auf. Das Morgennebeltal. Juti, machen wir auch. Gucken wir uns länglicherweise erst im nächsten Video an. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis gleich.